als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, bevor sie zusammen kamen, wurde sie schwanger gefunden des Heiligen Geistes. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erretten. Immanuel, Gott mit uns. Josef, ihr Ehemann, ein gerechter Mann, nicht willig sie zum öffentlichen Beispiel zu machen, wollte sie heimlich verstoßen. Während er über diese Dinge dachte, siehe, der Engel des Herrn erschien ihm im Traum und sprach: Josef, fürchte nicht, Maria zu deiner Frau zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird